Aber wo? Da ist ja eine Treppe. War die vorher schon da? Habe ich die echt übersehen? Oder? Ach nee, von da bin ich gekommen. Ah, nee, die war vorher noch nicht da, siehst du? Okay. Gut. Das ist aber eine Geschichte, ne? Die irgendwie mit viel. You're back? Not again. Sarah. I guess we'll start where we always do. I'm Sarah. I came out to these woods to get away, much like Larry. While I didn't lose a son, I did take one away. You see, I'm a forensic archaeologist. I dig up bones for a living, and I'm quite good at it. Until my last case. My evidence put the wrong man behind bars. I'm out here to solve a cold case. Make what I did right. Okay. Come on. There's not much daylight left. Okay. Bei dem Campingplatz vorher war kein Name eingeblendet, außer der Name auf dem Rucksack. Also vielleicht war das auch so eine Art Tutorial zum Einfummeln. Das kann ja sein. Das weiß man ja nicht so genau. Das ist jetzt Sarah. Okay. Sarah scheint eine Art Detektivin zu sein. Larry war ja offensichtlich nur jemand, der hier gewohnt hat. Mit seinem Sohn, der dann ertrunken ist. Und was Sarah jetzt so genau macht, die will einen Fall aufklären. Will oder soll. Aber ist schon toll, hier so durchzulaufen, ey. Gucken einfach mal. Ich weiß nicht, ob das, wie gesagt, Sinn macht oder eher sinnlos ist. Ich glaube, es ist eher sinnlos, solange wie ich nicht darauf hingewiesen werde. Wirkt zumindest so. Ne, das ist ein Baumstamm. Okay, wir gehen den Weg weiter. Da vorne, ist da schon was? The first place I dug. Being an archaeologist, you learn over time to never expect anything on your first attempt. It's like waving a magnet at a haystack in the vague hope you'll find the needle, but you have to start somewhere, and for me, this was it. I didn't find much, although it was nice to rule out the area. Sie ist auch Archäologin? Okay. Kiste. Kann hier jetzt aber gerade nicht. Oh! Gerade nichts anfassen. Nee. Hier ist nichts. Ach, da geht's weiter. Okay. Oder? Ja, von da bin ich gekommen. Okay, dann gehen wir jetzt den Weg hier. Stimmt, die Sonne geht langsam unter. Was jetzt? Ich hätte gedacht, ich muss jetzt umkehren. In my office. I spent a lot of time here. More than I did okay. I guess. Case Larry. Case Marcel. War das der vorhin beim Campen? Mark? Jack? Okay. Die hat ja einige für Tim. My first case. Mein erster Fall. Homicide. Mord an Minderjährigen. Sometimes it's easier to use the official wording than to say outright someone killed a kid and left their body on a roof. I spent so many hours in that chair okay. trying to figure it out. Okay, das Spiel
zeigt uns, was wir machen müssen. Das ist cool. Also ja, vor allem, wenn man so eine Geschichte spielt. So I put the wrong man in prison. The DNA didn't match, but that didn't matter. He's already behind bars and our justice system is not about to make itself look bad. My superiors look at me with disappointment. They know what I did and that there's nothing that can be done. Ist das richtig verstanden? Sie hat einen Unschuldigen ins Gefängnis gebracht? Wollte oder konnte das dann nicht mehr zurücknehmen? Okay. What the hell? Who did this? My office, all my things, my papers, ach my ja. files. Ugh, years of my life are in here. All my cases, everything I ever worked on. All scattered and messed up. Who would do this? And why? Ja. Okay. So many pieces. Ja. Sometimes it's only when you step back and take a look at the whole tableau that you can make sense of where each individual fragment belongs, what it all means. But you, I could never make sense of you. And now this? How dare you? Kannst du es wagen? Okay. Okay, dann gehen wir jetzt hier lang. Ich bin gespannt. Ich weiß auch jetzt gar nicht, wie lange ich unterwegs bin. Ich habe noch gar nicht auf die Uhr geguckt. Okay. Waren wir jetzt in der Erinnerung? Das Spiel speichert, sehr schön. Okay, wir sind über die Brücke rüber. Truth be told, seeing the wrong man behind bars really made me question my ability. I put what I found into evidence and finalized a man's life. I should have checked it, but instead I was in a rush. Ja. I was foolish. I just wanted to finally solve the case. Ich wollte den Fall endlich lösen, ja. Aber jemand Unschuldigen hinter zu Gitter zu bringen, heißt natürlich auch, dass der Schuldige immer noch draußen frei rumrennt. Das heißt, damit richtet man natürlich wesentlich mehr Schaden an, ne? Ja, ist ja nicht nur, dass jemand Unschuldigen ins Gefängnis gebracht wird, was auch schlimm genug ist. Aber wie gesagt, der Schuldige rennt dann immer noch draußen rum. Und das ist ja eigentlich das Problem mit, ne? Wenn er jetzt eine schlimme... Nothing here either, except animal bones. Again. I remember finding it a little odd that I never once caught sight of a deer or anything that they could have come from. Strange. Okay. I thought, given how disturbed the topsoil was, I might be onto something. Unfortunately, another dead end. Okay. Eine weitere Sackgasse. Du siehst so komisch aus, Stein. Nee, okay. Ja, eine Sackgasse. Ach, ich kann durchs Wasser? Aber wo soll ich jetzt hin? Das hat man mir jetzt nicht gesagt. Okay. Okay, ich hoffe, ich gehe jetzt richtig. Weiß es gerade nicht. Nee, okay. The strangest thing happened one morning while I was digging. I started to feel something watching me. Aha. I'm not sie crazy, auch. But we've all had those moments. Ja, das Gefühl kennt man. This felt too real. I haven't seen any animals in the woods. What could be out there? I kept digging, but that feeling lingered. I stood up, looked around, but I couldn't see anything. Okay. I should have left, gone home for the day and never come back. I was too focused on solving the case. After a while, the feeling went away and I got on with my digging. Didn't that scare me? Guess not. I just kept going. Okay. Mal gespannt, wie viele verschiedene Personen, von welchen Geschichten wir hier hören.
Es ist schon cool gemacht. Also auch, wie gesagt, dass man nicht. Könnte vielleicht ein bisschen mehr sein zum Rätseln. Also nicht das Suchen im Wald, sondern dass man ein paar Rätsel aufbekommt, die gut zu lösen sind, aber zur Abwechslung halt. Aber das hier, du kannst hier wirklich nichts falsch machen. Du gehst halt wirklich I deinen was kind of Weg. starting to freak out by this point. I needed to solve this case. Thinking back, it was stupid of me to think I would find the answers so quickly. I was rushing again. If I wasn't careful, I could lose my job, put another person away that doesn't deserve it. But they had to be out here somewhere. Okay. And if I wasn't finding them, where else could they be? Ja, gut. Halt, um dich zu erinnern. Ja, cool. Okay, ich bin gespannt. Wir folgen den Hinweisen. Er läuft langsamer im... Hier ist ein Handabdruck. Da hinten geht's weiter. Dachte jetzt, ich kann was mit dem Handabdruck machen. Das ist ein sehr interessantes System. Oh ja. Folge den Hinweisen. Was werden wir hier finden? Ist hier Schluss? Oh, nochmal. Von da bin ich gekommen, oder? Ich gehe mal ein Stück weiter. Vielleicht habe ich es nur nicht, Ah ja. Nur nicht gesehen, wollte ich gerade sagen. Hier ist der nächste Handabdruck. Ah ja. Doch, ist, cool. Ich finde es cool, wirklich. Ist natürlich hier nicht mit Krach, Bumm und, ne, Action, aber ist schon interessant. Sehr, sehr interessant. Da gibt es eine super Review auf Steam. Definitiv. How could you do this? Okay. Ja, es ist so, wenn um einen herum, so, ne? Die Metapher vielleicht, wenn um einen herum die ganze Welt zusammenbricht, ne? Das könnte schon. Das könnte das sein. Where did you hide them? Was ist das da oben? Ach, ein Stein auf dem. Ach, der Baum ist falsch rum. Okay. Ich wollte gerade sagen. Okay. Ja, wenn die Welt um einen herum zusammenbricht. Weil man selber so viel Leid oder Schuld nicht mehr ertragen kann. Please, give us peace. Noch ein Skelett? Okay. Ein neuer Pfad erwartet dich. Ja, okay. Jetzt ist die Frage, wo? Oh, hier ist ein Zaun. Moment. Einmal hier rum. Mal gucken. Ich habe doch so eine schlimme Orientierung. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt zurückgehe oder... Okay, wir gehen mal weiter. Ich muss ja an den Dingern vorbei, zum Erinnern. Also gehen wir hier mal weiter. Wenn nicht, weiß ich, ich muss in die andere Richtung. Aber nee, ich glaube, hier waren wir noch nicht, so wie es aussieht. Ironic. Nein, okay. For someone so used to discovering and excavating lost bodies, that I'd become one myself. For all the years I spent unearthing bodies, it seems unfair somehow. That mine ended up like this. Sie ist auch gestorben. Laid out in the open, broken and discarded. Also haben beide wirklich was gesehen. I was fooled by the beauty of these woods. I only hope that you can find the answers you need. That everything that happened was not in vain. Push forwards, but prepare yourself. You stand on the verge of a schrecklichen Finsternis. Wir haben also alle offensichtlich das gleiche Schicksal erlitten durch
die gleiche Kreatur, den gleichen bösen Menschen? Keine Ahnung. Das wissen wir ja noch nicht. Aber wer sind wir? Wir gehen ja jetzt nur den Spuren nach, die uns, also die Geschichte, die uns quasi die anderen Menschen erzählen. Das ist ja im Moment unsere Aufgabe, aber wer sind wir? Wer sind wir? Es sieht wirklich sehr beeindruckend aus. Was? Ah, ne. Okay, also wir müssen anscheinend uns nicht verteidigen, nicht weglaufen, nicht verstecken. Es ist wirklich ein Walking-Simulator halt der besonderen Art, sag ich mal. Das ist wirklich so ein Walkthrough. Jetzt aber auch nicht mit Horrorelementen, ne? Es ist mir so ein bisschen Krimi-mäßig. Wir wissen ja noch nicht, was passiert. Mal gucken. Auf wen treffen wir jetzt? Wer will uns jetzt was erzählen? Sieht so cool aus, echt. Nur ein Stein.